So, dann machen wir halt noch eine Aufnahme hier. Ja, guck mal. Herzlich willkommen, meine Damen, meine Herren, hier im Goal Kick. Ja, Simulator, Tycoon, was immer das hier ist. Und wir sind jetzt hier knapp bei 46,6. Wir haben jetzt 45,9. Und dann machen wir mal ein Rebirth. Und dann schauen wir mal. Dann fangen wir wieder ganz von vorne an. Zack. Dann ging es doch recht schnell. Das kann man dann ungefähr schaffen in 1,5 Stunden. Eine Rebirth. Vor den Rebirth würde ich ein paar Kisten öffnen für bessere Bälle. Weil wenn ihr das nach dem Rebirth macht, könnt ihr das ja nicht machen, weil dann ist ja wieder alles zurückgestellt. Hab einen Bug in meinen Tycoon gefunden. Ein Bug. Ein Kuchen wäre besser oder eine Pizza. Ein Bug ist ja ein Käfer. Ein Käferlein, das war so ganz allein. So. Dann schauen wir mal, ob wir noch irgendwas entdecken können. Ja, bei 99,2 müsste er eigentlich treffen. Nein. Man muss hier schon sehr genau schießen. So, jetzt schauen wir mal. 4,0. Kann ich denn von hier oben auch treffen? Ui. Nein. Na, da müsste ich jetzt dann unten nochmal meine Fähigkeiten verbessern. Das macht er nicht. Okay, jetzt gucken wir mal. Ach, da oben kann man auch rauf. Ui, das habe ich gar nicht gesehen. Hier geht es also nochmal weiter und hier geht es nochmal weiter. Und hier oben war ich noch... Ach, da geht es ja nochmal weiter. Okay, gibt es noch ein paar Welten. Da komme ich aber nicht hin. Ja, schau mal, das ist er wahrscheinlich hier. Das ist... Finn, bist du da auf der Insel mit dieser orangenen Rakete? Ganz hinten? Warum heißt der Bug-Bug? Weiß ich nicht. Warum heißt der Bug-Bug? Bug heißt Käfer. Nein! Okay, von da aus kann ich auch treffen? Okay, das war nur beim ersten Mal. In die Ecke. Da muss ich mal gucken, wie kommt man denn jetzt auf die anderen Inseln? Hierher, hierher, hierher. Dann irgendwie hier runter. Ui, hüpfi. Langsam, langsam. Da komme ich nicht rein, siehste? Das kostet mich 5 Billionen und das will ich jetzt nicht bezahlen. Wir gehen jetzt mal zurück. Ich zeige mir für alle, die neu sind, nochmal die Map. Man hat ja also verschiedene Maps, wo man schießen kann. Ihr seht unten links den Multiplikator. Hier habe ich zum Beispiel nur 3. Das heißt, ich müsste meine 2 Männchen da oben hinstellen. Dann hätte ich schon mal viel, viel mehr Geld zusammenbekommen. Und hier unten der da, der kriegt sogar plus 2,5. Also haben wir jetzt da auch mal wieder rausgekriegt, dass es wichtig ist, wo man die zusätzlichen Spieler hinstellt. Oh, der Rasen ist schön. Hier die Rakete. Ich habe einen Multiplikator von 2. Okay. Krieg ich da viel weniger Geld. Die Animation ist halt echt geil. Kilian halte ich zurück. Sehr schön. So, dann machen wir jetzt hier mal ein entsprechendes
Rebirth. Dann zeige ich euch das auch mal. Weil in einem der ersten PCs ein Käfer drin war und deswegen nicht funktioniert hat. Ehrlich. Also ich habe jetzt gestern, vorgestern meinen zweiten PC, meinen dritten PC, der ist gebraucht, 14 Jahre alt. Den habe ich gestern mal gereinigt und da war eine Spinne drin. Ist das tot? Also ein Spinnennetz, die Spinne habe ich nicht gefunden. So, hier nochmal schießen. Hier. Was habe ich denn hier für einen Multiplikator? Gar keinen. Okay, das ist interessant. Okay, dann gehen wir mal vor. Ihr seht hier oben rechts 9. Ich habe jetzt 2050 Schüsse gemacht. Das seht ihr hier. Nils Apfelkuchen, also Finn, hat jetzt schon 5000. Und dann machen wir jetzt mal hier ein Rebirth. So. Hier, ne? 47,4. Wieso 47,4? Hä? Das waren doch 46,4. Okay. So, jetzt seht ihr hier, 10. Wiedergeburt. Ich bin wieder extrem langsam. Wieso habe ich denn Geld behalten? Ach, das Geld beim Rebirth darf man behalten? Wenn ich jetzt schieße, treffe ich wahrscheinlich nicht mal, ne? wieder ganz von vorne anfangen. Aber gleich 10 Millionen. Da muss man halt am Anfang erstmal hierher gehen und muss halt seine Fähigkeiten wieder upgraden. 21 mal 10. Und dann ist man eigentlich sofort wieder, ist man sofort wieder drin. Es gibt hier diese täglichen Belohnungen, die habe ich mir schon abgeholt. Die kriegt man relativ schnell. Und wie gesagt, hier könnt ihr schaltet den Parklock frei. Wie macht man das? Ich glaube, man muss hier warte mal, ich schieß mal schnell. Man muss hier erst die Maps freischalten. Wie gesagt, vorne hier könnt ihr euch Kisten kaufen mit den Fußbällen. Das müsst ihr aber vor den Rebirths machen, weil wie ihr seht, könnt ihr die dann, müsst ihr halt wieder ganz von vorne anfangen hier mit dem ersten Ball kaufen und so weiter. Und dann müsst ihr halt wieder, wenn ihr da in die Kreise reingeht, dann gibt es halt einen kleinen Bonus. Ihr seht sie hier, Strange Präzision mal 2 und ihr bekommt Edelsteine. Lohnt sich also immer hier kurz zu schießen. Und so geht das weiter und weiter. Ich werde jetzt dann muss mal gucken, wann ich das 10. Rebirth mache. Das freizuschalten ist ja relativ easy. Das ist ja alles kein Thema. Der Park hier. Oh, ich liebe die City. Ich liebe das. Ist so schön. Ich mag Roblox. 2 Millionen. Das bis zum Strand können wir jederzeit freischalten. 20 Millionen. Da müssen wir jetzt halt wieder ein paar Mal schießen. Ja. Muss ich mal gucken. Schaffe ich das? Nein. Also ich müsste hier ein bisschen vor. Hier müsste ich ein bisschen vor. Warte mal. Ah, jetzt habe ich schon die 20. Dann könnte ich das noch freischalten. Und wenn ich dann weiter schießen will, dann muss ich halt hier wieder auf teleportieren gehen. Was ist denn das? Ach, das ist jetzt neu. Da kann ich mich direkt zum Token Shop. Kann ich da aufmachen? Das ist ja cool. Kann ich mich dahin teleportieren lassen? Wenn ich weiter schießen will, dann müsste ich halt hier nochmal ein paar Upgrades machen. Ja, und dann kann ich halt immer weiter schießen.